Das kann ich dir sagen. Das ist einfach so das Gefühl, okay, was sagen die anderen dazu? Denken die jetzt, ich bin total bescheuert? Female Empowerment ist ja auch was. Also ich will nicht sagen, man eckt jetzt mit jedem damit an, aber es gibt auch schon viele, die sagen so, sag mal, ja, Female Empowerment, ihr seid doch alle empowered, ihr könnt ja arbeiten, wie ihr wollt, so, ne? Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um das Deal mit den besten Gedanken zum Thema Business, Spiritualität, Freundschaft oder Dingen, Ideen, Konzepten, wo wir der Meinung sind, dass sie die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast, das ist die Ellen Schwegmann. Und damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wer die Ellen eigentlich ist, erzähle ich euch so ein bisschen was zu ihr, bevor ich sie da direkt löchern werde. Aber mein Name ist Julie, vielleicht für diejenigen, die das erste Mal einschalten hier und zuhören. Und die Ellen ist 28 Jahre jung. Sie lebt in Hamburg, hat aber auch eine Zeit lang in Australien gelebt, hat einen Bachelor gemacht in BWL und dann einen Master of Science gemacht in Logistik, Infrastruktur und Mobilität. Mega spannend. Und ja, sie arbeitet als Produktionsplanerin in einem Chemiewerk. Und weshalb ich aber die Ellen auch besonders spannend finde, ist, weil sie Gründerin ist oder diejenige ist, die quasi The Female Empowerment Podcast ins Leben gerufen hat und den auch mit ganz viel Leidenschaft ja, umsetzt und da ganz interessante Gäste hat. Und was sie eigentlich so antreibt, wieso sie das alles macht und ob da irgendwie so eine Verbindung ist zwischen den erstmal so gegensätzlich wirkenden Anteilen, bin ich total gespannt drauf. Deswegen ganz herzlich willkommen, liebe Ellen, dass du dabei bist. Danke, Julie. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Yes, yes. So, Ellen ist ja ein Profi, weil sie die ganze Zeit auf der anderen Seite ist und ich finde es total spannend, dich mal, also den Rollenwechsel mit dir zu machen. Ne? Ich finde das auch sehr spannend, ja. Das glaube ich dir. Nicht so oft gemacht. Aber wahrscheinlich läuft auf der Metaebene die ganze Zeit sowas mit, ne? So ein Check von wie du das machen willst und so, oder? Bist du ich glaube, so weit ist meine Metaebene heute Morgen noch nicht. Stimmt, das müssen wir sagen. Es ist früh, während wir das aufnehmen. Super. Ey, bist du so lieb? Ich habe jetzt so einfach so ein paar Bullet Points reingebracht. Ja. Ja? Aber es geht uns ja immer darum, auch wirklich den Menschen greifen zu können. Bist du so lieb und fängst vielleicht mal in der Jetzt-Situation an, aktuell, wo stehst du gerade in deinem Leben? Ja, ich stehe in meinem Leben. Ich wohne mitten im wunderschönen Hamburg, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man irgendwo reinfährt. Also ich freue mich immer, wenn ich in Hamburg fahre. Und deshalb kann ich es auf jeden Fall sagen, es ist so meine Stadt. Da fühle ich mich pudelwohl. Und ansonsten, privat stehe ich in meinem Leben, hätte ich eigentlich dieses Jahr geheiratet. Oh Mann. Aufgrund des Corona-Wahnsinns haben wir es jetzt rescheduled sozusagen auf das kommende Jahr. Wow. Genau, deshalb ist mein Status sozusagen verlobt. Und ansonsten beruflich, genau, bin ich jetzt 3 Jahre Vollzeit sozusagen als Produktionsplanerin in den verschiedenen Bereichen tätig und habe vorher da auch schon viel als Werkstudent gearbeitet, habe eigentlich immer irgendwie nebenbei gearbeitet, weil ich auch gerne arbeite, muss ich sagen. Und ja, mit meinem Podcast, das erfüllt mich sehr als Hobby und den betreibe ich gerne und ich lerne super viele coole Frauen kennen. So wie dich zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen mein Baby und das mache ich gerne, ja. Das machst du wirklich sehr, sehr professionell. Also nicht nur mit viel Leidenschaft, sondern auch super strukturiert. Und ich muss dir ehrlich sagen, so bei den Interviews, die ich schon hatte, niemand war so gut vorbereitet wie du. Oh, danke. Das war wirklich beeindruckend, was du alles auf dem Schirm hattest und volle Struktur und Agenda, also Respekt. Kannst du jetzt vielleicht mal so die Box aufmachen, ein bisschen rückblicken? Du hast gesagt, du lebst jetzt in Hamburg. Das lässt so für mich raushören, du bist woanders groß geworden. Vielleicht auch gerade, weil ich mit dir so ein bisschen über das Thema Female Empowerment gerne sprechen möchte, auch so ja, Rollengerüste und so. Wie bist du denn geprägt worden? Wie bist du aufgewachsen? Wie war das bei dir zu Hause?
Okay, also ich habe super coole Eltern. Also ich bin tatsächlich in Hamburg geboren und dann haben wir eine Zeit in Berlin gewohnt, Berlin-Wannsee, also zählt, glaube ich, nicht mehr ganz als Berlin sozusagen. Und dann sind meine Eltern irgendwann zurück, so Hamburger Umland, also knappe Stadtgrenze, würde ich sagen. Und ja, also total cool. Mein Vater, Corporate Worker, sage ich jetzt mal, auch in der Logistik tätig, sehr weit oben im mittleren Management. Meine Mom hat ursprünglich Bio und Chemie studiert und ich habe ihre Promotion unterbrochen. Da bin ich nämlich irgendwie aufgetaucht. Und tatsächlich war meine Mom immer sehr, sehr lange für uns da. Also ich habe noch einen Bruder und dann haben wir noch eine Nachzügler-Schwester sozusagen, die 11 Jahre jünger ist als ich. Witzig. Meine ist Ja. 9 Jahre jünger. Wir haben auch noch. Und dein Krass. Bruder und du, wie seid ihr auseinander? 2 Jahre. Ah ja, das ist auch wie bei uns. Ist Echt? der Ist ja älter? lustig. Nee, ich bin die Älteste, Okay, dann nicht. aber ich muss dazu sagen, ich bin leider die Kleinste. Also ich bin nur 1,60 groß und alle anderen sind so viel Echt? Wie größer. so ein Pfoten seid ihr? Ja, ehrlich, Ja. ja. Genau, und ja, super coole Family. Wir verstehen uns auch untereinander alle sehr gut. Und meine Mom war halt immer für uns da. Also sie war jetzt nicht, also sie hat immer irgendwie dann Teilzeit nebenbei gearbeitet und hat in meinen Augen halt sehr viel für uns aufgegeben. Wenn ich das jetzt so retroperspektivisch betrachte, sehe ich halt, dass es was für Thema Rente und so einfach berufliches Weiterkommen, weil das für mich auch immer so eine Form der Selbst- und Weiterentwicklung ist, ganz schön zurückstecken musste. Und dann irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, Mann, ey, warum eigentlich? Ne? So, das ist so traurig, weil sie war immer für uns da und hat uns auch viel mitgegeben. Und ich glaube, dass wir auch bestimmte Sachen nicht geschafft hätten, so ohne sie. Und deshalb ist es mir einfach auch so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ja, setze mich so ein bisschen dafür ein. Also das so ein bisschen, wo ich herkomme und auch meine Motivation, warum ich die Dinge mache, wie ich sie mache. Super, super. Das wäre nämlich genau die Frage gewesen. Also das hat mich total neugierig gemacht. Ich habe, als ich das erste Mal, wie soll ich sagen, von dir mitbekommen habe, ne, dachte ich erst mal, das ist so ein cooler Titel, The Female Empowerment Podcast. Ne? Da steckt so viel Potenzial drin und schon so viel Kraft drin. Aber was ist dein Treiber? Ne? Also da war ich ganz neugierig und danke für das Teilen, dass du da so ganz offen bist. Wann hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Weil auch das vielleicht jetzt schon mal kurz mit reingegeben. Ich kenne einige, die sagen, oh, so ein Podcast, ich traue mich das nicht und nee, und wie macht man das denn und wann und wie und bla. Erzähl mal, wann kam die Idee und bist du es angegangen? Ja, okay, also wie schon gesagt, wohne ich relativ zentral in Hamburg. So ein Chemiewerk ist ja nicht gerade immer in der Stadtmitte. Deshalb habe ich einen längeren Arbeitsweg, so ungefähr eine Stunde hin, Stunde zurück mit den Öffis. Und ich habe immer viele Podcasts gehört, weil ich dachte, okay, ich muss die Zeit irgendwie nutzen, die ich in der Bahn sitze und fand das dann ganz cool, weil ich musste nicht lesen, sondern ich konnte mich einfach auch so ein bisschen berieseln lassen und war dann immer schon morgens, wenn ich ins Büro getreten bin, sozusagen inspiriert und habe schon irgendwie was anderes gehört. Und die Idee gefällt mir ganz gut und ich interessiere mich halt sehr für Erfolgsgeschichten, wer wie was geschafft hat und wo Leute herkommen, so wie du ja auch. Und das finde ich spannend und das motiviert mich total, weil das ganz oft auch so Geschichten sind, so, ja, es war nicht alles in die Wiege gelegt, sondern Leute haben sich das, ich will jetzt nicht sagen erkämpft, weil das klingt immer so abgekämpft, aber haben viel dafür gegeben, dass sie da sind, wo sie jetzt sind. Und leider war das so, wo ich das so gehört habe, da gab es noch nicht so viele Podcasts, wo Erfolgsfrauen interviewt worden sind. Also mal hier und da, aber es waren hauptsächlich halt Männer. Und dann habe ich mich so ein bisschen gegrämt und dachte ich so, boah, ja mal wieder typisch, voll scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, Ellen, hast dich genug darüber gegrämt, du redest ja auch gerne, du lernst gerne neue Leute kennen, warum machst du es halt nicht selber?
Und dann hat das ganz, ganz langsam angefangen. Also ich glaube, ich habe 2018 mal den ersten Podcast aufgenommen, aber dann so 2 Monate auch nicht, weil das war einfach so viel Arbeit und wie komme ich erstmal an die Leute ran? Und irgendwie habe ich mich auch geschämt, weil ich hatte noch gar nichts veröffentlicht. Facebook, Instagram hatte ich sowieso nicht. Bin ich auch voll der Loser drin, so by the way. Aber irgendwie habe ich dann angefangen und ich habe tatsächlich angefangen. Ich glaube, ich bin dann das erste Mal nach Berlin gefahren und habe für mich halt Leute angeschrieben, über die ich Artikel gelesen habe. Also eine der ersten war, glaube ich, Doreen Huber und dann auch hier von Makerist, Amber Riedel. Und dann bin ich tatsächlich nach Berlin gefahren und saß dann bei denen in den Büros. Und das ist jetzt nicht so, also ja, Startup, aber jetzt nicht kleine Startup-Bude. Ne? Ich saß da in diesem riesen Loft und war dabei, mich mit der Geschäftsführerin zu treffen. Und da waren dann so viele Angestellte. Das war so ein komisches Gefühl. Ja, total, total. Also mein Herz hat gerast und ich so, Alter, was machst du? Also, man muss sich vorstellen, ich bin morgens mit dem Flixbus hin von Hamburg nach Berlin und habe mir halt extra Urlaub genommen zu der beschissensten Zeit, wo ich mir hätte Urlaub nehmen können. Also es war auch mega stressig auf der Arbeit und so. Aber ich habe gesagt, oh, ich will das irgendwie machen, ich will das irgendwie machen. Ich habe mich auch getraut, das keinem jetzt zu erzählen, außer Miles, meinem Partner. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und das war so cool und irgendwie hat mir das so viel gegeben und so viel Spaß gemacht. Und ich war danach, hatte ich so voll so diesen Motivationsboost, was ich übrigens nach echt jedem Interview habe, weil, also bei mir ist es so, ich führe die Interviews meistens abends nach der Arbeit und dann ist man ja vielleicht so ein bisschen schon ein bisschen müde und so weiter. Aber danach, Leute, ich sag euch, da kribbelt es mir in den Fingern und ich könnte die ganze Nacht irgendwie an Sachen durcharbeiten. Und das ist auch das, was es mir gibt. Ne? Also ich verdiene da kein Geld mit oder sonst irgendwas, sondern das ist das, was es mir gibt. Und das erfüllt mich total, ja. Also erstmal, ich habe das sofort gespürt. Also diese du bist danke. Immer so da, wirklich komplett wach und richtig aufrichtig ernsthaft interessiert. Das hört man bei jedem Interview, was du führst. Ich bin neugierig auf dieses, weil ich kenne das auch. Erstmal was erzählen, was man da so macht. So, du weißt schon, dass du da was richtig Gutes machst. Und wie du es ja gerade auch beschrieben hast, du willst es unbedingt machen zu den widrigsten Umständen. Ne? Ja. Setzt du alles daran. Aber du erzählst nur deinem Partner davon. Was ist das? Warum hast du dich nicht getraut, es den anderen zu erzählen? Ja, also das kann ich dir sagen. Das ist einfach so das Gefühl, okay, was sagen die anderen dazu? Denken die jetzt, ich bin total bescheuert? Female Empowerment ist ja auch was, also ich will nicht sagen, man eckt jetzt mit jedem damit an, aber es gibt auch schon viele, die sagen so, sag mal, ja, Female Empowerment, ihr seid doch alle empowered, ihr könnt ja arbeiten, wie ihr wollt, so, ne? Also es sind auch, ich will nicht sagen, dass der Begriff manchmal vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden wird, aber bei manchen Leuten eckst du damit an. Also nicht bei vielen, es ist schon auch ein Begriff, der in der breiten Masse sehr bekannt und auch beliebt ist, aber bei manchen Leuten eckst du damit halt auch an und dann dachte ich so, naja, ich nehme das auf, ich will das im Internet veröffentlichen, du gibst ja auch was von dir ja. Preis, ne? Und das waren so Sachen, bin ich überhaupt so cool, dass ich das von mir preisgeben kann? Was halten die Leute überhaupt davon? Ne? Also das sind so Punkte und ich glaube, das kennen halt viele Leute und gerade wir Frauen, merke ich auch immer wieder in den Interviews, wir sind halt auch sehr perfektionistisch, ne? So, trauen wir uns mit den Sachen rauszugehen, trauen wir uns schon mit dem Prototyp rauszugehen, was halten die anderen Leute von uns? Und letztendlich, also mir fällt es auch überhaupt nicht leicht, deshalb sage ich das auch so offen, was da gerade am Anfang auch meine Probleme waren. Aber letztendlich, man kann halt nie alle zufrieden machen und man muss halt gucken, dass man selber mit den Sachen rausgehen, die einen erfüllen, die einem Spaß machen. Und es wird immer Leute geben, die sagen, finde ich nicht so cool, ne? Und da muss man einfach irgendwie so eine, ich will jetzt nicht sagen Mauer, aber so ein bisschen Resilienz aufbauen, dass man sagt, ja, okay, fuck off, ne? Also was soll's. Steckt ganz viel drin in deiner Antwort. Erstmal, was ich total interessant finde, was antwortest du denen, die sagen, ah, Female Empowerment, du bist doch voll empowered, du kannst doch eigentlich machen, was du willst? Ja, schwierig. Also kommt immer so drauf an, auf welcher Ebene ich so mit denen unterwegs bin. Also ich habe zum Beispiel auch ein paar Kumpels, die hören auch ab und zu mal rein und sagen sie, ach ja, das fand ich ja eigentlich ganz spannend und das ist ja auch für uns spannend. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt nur darüber unterhalten würden, wie unfair alles für Frauen ist und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass wir alle ein Stück weiter vorankommen. Genau.
Und aber ein paar Mal kam dann, ich weiß gar nicht mehr, das war auch irgendwie, da kam dann mal so auf, ja, aber ihr könnt doch alles machen, ihr könnt euch ja entscheiden, was ihr studiert und was ihr dann macht. Aber es ist ja einfach nicht von der Hand zu weisen, dass Frauen nun mal die Kinder kriegen. Ne? Das ist für mich immer schon so der erste Punkt. Und es geht ja auch gar nicht darum, ob das fair ist oder nicht. Aber es geht einfach darum, in der Zeit und je auch dem, wie man sich als Paar oder als Einzelperson oder wie auch immer entscheidet, wie man seine Kinder aufwachsen lässt und wie man da auch beruflich mit umgeht. Weil ich finde, jeder kann das halt für sich entscheiden. Und das ist für mich immer so ein Paradebeispiel. Ich weiß, wo bei uns irgendwer nach einem halben Jahr wiedergekommen ist, nachdem die Kinder hatte, dann hieß es halt, oh, was ist das denn für eine Rabenmutter? Oder wenn du dann, ja, also ich habe es nur so über so ein paar Ecken gehört. Und dann denke ich mir immer so, alter Wahnsinn. Und dann, wenn du halt Leute hast, die 5 Jahre zu Hause bleiben, dann heißt es halt, oh, voll das Heimchen am Herd, die wird es jetzt halt jobmäßig auch nicht mehr bringen. Und das sind halt so Sachen, die kannst du halt nicht wegdiskutieren. Und dann versuche ich, das halt möglichst nahezulegen, ohne da jetzt große Diskussionen anmalen zu müssen, sondern einfach so, naja, es gibt schon Sachen, die sind einfach, wie sie sind und da können wir noch ein Stück weiter nach vorne gehen. Mhm. Und auch aufklären und Transparenz schaffen, ne? In dem Moment, ja, die Leute auch den Spiegel vors Gesicht halten und sagen, so, total, ja, mal einen Perspektivwechsel. Ne? Ja, ich finde auch zum Beispiel, also, ne, viele sagen ja, Female Empowerment, dann hat man ja ein Problem mit Männern, habe ich überhaupt nicht. Ich liebe Männer, ich habe auch viele männliche Freunde und ich finde, das ist einfach so eine dämliche Aussage, damit kann ich ja nichts anfangen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, aber ich finde zum Beispiel auch, dass wir halt in vielen Bereichen, wenn wir so eine Sachen vorantreiben, auch vielen Männern helfen, weil ich weiß zum Beispiel, dass es auch Männer gibt, die sagen, hey, ich würde gerne in Elternzeit und ich würde das gerne machen. Und da gibt es zwar immer mehr Unternehmen, die das auch machen, aber dann immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Also wenn jetzt ein Mann sagt, er geht ein Jahr in Elternzeit, dann wird er aber schon komisch angeguckt. Ne? Und dann heißt es vielleicht bei dem, boah, ja, da die Frau ja aber ganz schön die Hosen an. Ne? So. Und das ist halt, ich finde, von sowas müssen wir halt weg, sondern wir müssen jedes Lebensmodell akzeptieren und aber auch finanzielle Sachen und so weiter berücksichtigen, dass beide Partner gut dargestellt sind. Ja. Schön gesagt, Ellen. Ich unterstreiche das natürlich total und ich erlebe das auch. Ne? Also ich weiß noch, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast erzählt habe, als ich meinen Vortrag gehalten habe, da ging es eben um Female Empowerment. Mhm. Und habe vorher bei mir in der Agentur die Leute, also mein Team gefragt, wie findet ihr den Begriff Feminismus, Emanzipation, solche Sachen? Und es war komplett negativ assoziiert. Und dazu muss ich aber sagen, dass wir viele Frauen hatten. Ne? Ja. Aber halt einfach schon gesellschaftlich mitbekommen, dass dieses sich nach vorne stellen und sich behaupten, also sich zu empowern oder gegenseitig zu stärken, dass das schon negativ aufgenommen wird und gleichzeitig direkt dazu führt, ja, dann hast du doch ein Problem mit Männern oder so. Und ich finde es so furchtbar schade, weil es ist genauso, wie du es gesagt hast, sehe ich es auch. Wir wollen ja einfach nur eine Gleichberechtigung schaffen, ja, eine Chancengleichheit schaffen. Also auch wenn wir, bestes Beispiel, Lilia Fischer, West Wing, ne, auf das Mandat abgeben muss, wenn du in Elternzeit bist. So, ja. Dass diese Situation auch Männer erleben können. Und das ist genau, wie du es sagst. Ne? Also, dass auch der Mann nicht sein Gesicht oder seine Männlichkeit verliert, wenn er Elternzeit nehmen möchte oder vielleicht auch jemanden pflegen möchte oder selber irgendwie gerade Zeit auch mehr für sich braucht. Mhm. Was ist denn nur, du stellst bestimmte Fragen in jedem deiner Interviews. Mhm. Was sind so die besten Learnings, die du für dich mitgenommen hast? Oder was sind so die gerade diese Kernfragen, die du immer wieder stellst, wo du merkst, so ja, da steckt wirklich was drin für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Also für mich eine der Key-Fragen ist, wo ich frage, wie schaffst du es, selbstbewusst zu sein oder was hast du für Tipps für andere Frauen, dass die halt selbstbewusster werden, weil ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, dass wir uns oftmals nicht trauen, mit Sachen rauszugehen und zu sagen, okay, es ist vielleicht nur 80%, aber ich gucke jetzt einfach mal, was daraus wird. Und das haben Männer, also ist jetzt vielleicht so ein bisschen Schubladen, aber generell würde ich behaupten, dass Männer das eher haben, dass sie selbstbewusster mit Sachen rausgehen
und sagen, hey, warum? Ja, okay, ist jetzt scheiße gelaufen, aber ich bin trotzdem geil. Und wir reflektieren das halt immer eher so auf uns und nehmen uns das vielleicht auch sehr stark zu Herzen. Also das ist für mich eine Frage, wo ich auch immer neue Sachen mit rausnehme und auch für mich denke, oh ja, das könnte ich ja auch mal ausprobieren, wenn es mir mal nicht so gut geht oder so, ne? Also das ist auf jeden Fall eine der Key-Fragen, wo ich auch... Magst du ein bisschen teilen? Was sind so die Best-of-Tipps? Ja, okay. Also... Ja, also ich glaube, Melanie von Brajo hat mal gesagt, das macht auch ganz viel, wie man sich hinstellt. Und bevor die immer einen Pitch haben, geht sie kurz auf Toilette, stellt sich hin in so eine Gewinnerpose, also so, ne, Gewinnerpose. Ja, und ich glaube auch, dass Haltung sehr viel ausmacht. Also wenn ich Präsentationen oder so halte, dann versuche ich mich auch immer sehr groß zu machen, dass ich dann so gefühlt 1,70 auf einmal bin und mit beiden Beinen voll auf dem Boden stehe und da auch viel mache. Und ja, dann ist noch, also das sich auch einfach morgens sagen, also ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe, dann sage ich für mich immer, hey Ellen, du kannst so dankbar sein für all diese Sachen. Und wenn ich weiß, okay, es wird ein stressiger Tag, dann sage ich vielleicht, du bist eine selbstbewusste Frau, du kannst es. Du hast da, also es ist auch, glaube ich, ganz viel so Kopfarbeit und einfach aufzeigen, was man vielleicht auch alles schon mal gemacht hat, wo man dachte, man schafft es gar nicht. Weil wenn man mal retroperspektivisch guckt, was man alles irgendwie schon gemacht hat, wo man immer dachte, boah, das wird ja nie was. Aber danach denkst du dir immer so, ach ja, irgendwie kann ich gar nichts, so, ne? Und ich glaube, wenn man sich einfach so ein bisschen an seine Erfolge erinnert, hilft das auch total. Und was halt richtig oft kommt, und da ist auch so viel Wahres dran, einfach mal aus seiner Komfortzone gehen, einfach neue Sachen ausprobieren. Und da, ich weiß leider gerade nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber das fand ich total cool. Es müssen ja auch nicht immer so berufliche Sachen sein oder so, aber es kann ja auch einfach sein, dass du voll overdressed oder underdressed, so mit Jogger oder so, in eine Bar gehst und einfach mal guckst, wie die Leute reagieren und du dir halt denkst, ja, ist mir scheißegal, ne? So. Und oder vielleicht in Hamburg, wenn man über die Herbertstraße geht, sich einfach mal als Mann verkleidet und da schnell durchläuft. Was hast du schon gemacht? Was von den Sachen hast du schon gemacht? Jetzt bin ich neugierig. Also Herbertstraße habe ich schon gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, kennst du die Herbertstraße? Ja. Nein. Okay. Also die Herbertstraße, da ist, das ist so eine ganz kleine Straße auf St. Pauli, wo halt auch viele Prostituierte unterwegs sind. Und das ist, die sitzen da wie in so Schaufenstern, aber am Anfang und am Ende der Straße ist halt eine Wand. Und da steht halt, dass Frauen verboten sind auf dieser Straße. Und es ist schon so, wenn du da mal rüberläufst, als Frau kann das schon sein, dass dir jemand einmal Wasser oder so über den Kopf schütten. Und ich weiß auch von meiner besten Freundin, ich glaube, ihre Oma hat das auch damals gemacht. Und da gab es aber noch die schönen Pisspotte. Und da hat sie mal sowas irgendwie über den Kopf gekriegt. Es ist ziemlich lustig, wenn du dich als Mann verkleidest und dann mal schnell rüberläufst, einfach mal zu wissen, wie das da so aussieht. Das hat mich schon immer neugierig gemacht, ja. Ich glaube, es ist generell total lustig, sich mal als Mann zu verkleiden. Ich überlege gerade, ob ich mich schon mal als Mann verkleide. Bestimmt als Kind und so, aber cool, Ellen. Danke für den Input. Ja, gerne. Sehr, sehr spannend. Welche Sachen sind noch so, wo du sagst, okay, einmal Selbstbewusstsein hängt ja auch ganz stark mit Empowerment zusammen, ne? Was sind noch so Sachen? Weil ich kenne das so von mir, wenn ich Menschen interviewe, es bleibt nicht aus, dass ich natürlich Dinge, die mich umtreiben, ne, immer zufälligerweise auf meinem Fragenkatalog habe. Mm. Und dann würde ich das so machen. Ich mache das genauso, Julie. Ich mache das genauso. Das ist unser Gewinn, ne, aus der ganzen Sache. Ja. Was sind noch so deine Sachen, wo du sagst, so, ja, da hänge ich noch so dran, aber da, das kann ich noch nicht so ganz greifen vielleicht, oder das habe ich für mich noch nicht so beantwortet. Ja, also ich habe immer im Hinterkopf so für mich, wenn ich eine richtig coole Idee habe, dann will ich ja auch unbedingt mein eigenes Business starten und das auf jeden Fall machen. Bisher hatte ich jetzt noch nicht so die Idee, wo ich sage, ja, das kann ich auch sehen für die nächsten 10 Jahre. Da habe ich Bock drauf, das auch so zu machen. Und deshalb frage ich immer auch, wie die Leute so auf die Idee gekommen sind. Und was ich auch immer sehr spannend finde, ist, wie sie dann da rangegangen sind. Ob man in Vollzeit oder in Teilzeit gründen sollte, weil... Ja, also ich glaube,
Ja, genau. Also das sind so Sachen, die würden mich dann auch rumtreiben, wenn ich sage, yes, das ist es. Ne? Wie geht man da am ehesten ran? Und da finde ich das immer ganz spannend, weil die Meinungen da auch total geteilt sind. Also es gibt viele, die sagen, nee, du musst kündigen und voll loslegen, weil sonst gibst du nicht 120%. Und da glaube ich, ist auch wahnsinnig viel dran. Und dann auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch, du musst ja erstmal gucken, okay, wie viel Kohle kommt rein, wie kannst du dich finanzieren und so weiter. Und das finde ich ist immer eine sehr spannende Diskussion. Und da merke ich dann immer richtig, mein Kopf rechnet auch mit und wägt da verschiedene Sachen ab. Ja, also das sind so Sachen, die mich da auf jeden Fall rumtreiben. Spannend. Ich glaube, es ist auch eine Typfrage, ne? Ja. So bist du halt so ein starker, sicherheitsbedürftiger Mensch und lähmt dich dann die Angst, die Existenzangst, dass du jetzt nicht genug Geld hast, dann in deine Energie zu kommen? Ja. Oder bist du jemand, der genau diesen Push braucht, um zu sagen, okay, mir geht der Arsch auf Grundeis, wenn ich jetzt nicht Vollgas gebe, dann, ne? Ja, das, total. Also, ja. Ich glaube, das ist auch mal sehr spannend. Wenn du jetzt sagst oder stellst dir mal vor, wo möchtest du hin mit The Female Empowerment Podcast? Was ist dein großes Ziel, deine große Vision? Also, ich will gefühlt 500.000 Downloads im Monat haben. Und ich würde auch gerne ja, einfach da noch mehr so, also im Moment ist ja offline ein bisschen schwierig, aber ich würde gerne auch mehr so Offline-Events tatsächlich auch machen und dann verschiedene Leute einladen, weil ich glaube, dass es persönlich dann einfach nochmal eine ganz andere Ebene ist und dass es vielen Frauen, mich eingeschlossen, voll so einen Boost gibt und sagst, ja, und das mache ich mal oder da Leuten zu helfen, auch so ein bisschen eigentlich auch so ein bisschen das, was du machst, so ein bisschen darauf hinzuweisen, okay, da sind meine Stärken und Schwächen und da einfach irgendwie eine Plattform zu bieten. Ja. Schön. Und wenn wir jetzt noch eine Schippe drauflegen. Ja. Du hast die 500.000 Downloads. Du hast regelmäßig deine Workshops oder deine Events, ne, wo dir die Plattform kriegt. Amen, amen. Was verändert sich? Was siehst du? Was wird sich gerade für Frauen verändern? Was soll sich verändern? Es soll sich verändern, dass jede Lebensform akzeptiert wird und dass das überhaupt gar keine Frage mehr ist, ob man Kinder und Karriere hat oder ob man einen sicherheitsrelevanten Job haben will, falls man dann mal Kinder haben sollte. Und dass so eine Fragen einfach nicht mehr gestellt werden, sondern damit, also dass wir gesellschaftlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und wenn man mal überlegt, woher man kommt, also meine Oma zum Beispiel, als sie dann älter war, hat sie immer so gesagt, oh, das und das hätte ich gerne beruflich gemacht, ne? Ja. Und die hatte überhaupt gar nicht die Chance. Also meine Oma hatte in meinem Alter hatte sie 3 Kinder. Da wurde gar nicht gefragt, was die beruflich machen will. Ja, wir können uns aussuchen, was wir beruflich machen wollen. Wir können sagen, wir sind selber für unser Leben verantwortlich. Wir werden nicht mehr mit 20, also Gott sei Dank in diesem Land, nicht mehr mit 20, 18, 16 oder so verheiratet. Und es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Also ich finde, wir sind schon sehr weit gekommen. Aber es gibt auch noch sehr viel Luft nach oben. Und da hoffe ich, dass ich einen klitzekleinen Beitrag zu leisten kann. Mhm. Einen großen Beitrag zu leisten. Einen super großen, genau. 100 Millionen Download-Beitrag leisten. Ja. Wenn Mann bzw. du mit so einem großen Ziel oder auch mit so einer großen Eigenverantwortung, die du ja, also die nicht nur spürbar ist, sondern die du auch formulierst, deine Arbeit oder sein Projekt umsetzt. Setzt dich das manchmal unter Druck, dass du auch als so eine Art Role Model das vielleicht auch so leben musst? Und merkst du, dass so diese Arbeit auch wirklich so in deinen Kopf reinkommt, dass du immer wieder dich hinterfragst, so bin ich jetzt eigentlich empowered? Muss ich das jetzt in meiner Partnerschaft anhandeln? Hat das einen großen Einfluss auf dich? Also ich würde schon sagen, dass es da Momente gibt, wo ich mich dann selber hinterfrage, war das jetzt female empowerhaft genug oder nicht? Oder nehme ich das Thema vielleicht auch nicht so ernst, wie ich mir das persönlich auf die Fahne schreibe? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, partnerschaftlich, also
mein Partner ist gefühlt mehr Female Empowerment als ich. Also da habe ich sehr großes Glück, total. Das weiß ich auch, dass das nicht überall so ist, auch heutzutage nicht. Und das finde ich ganz schön. Und woran merkst du das? Ich bin jetzt... Ja, okay, also erstes Beispiel ist, Miles ist ursprünglich gelernter Koch. Das heißt, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht kochen. Also das ist schon so ein erstes Ding, denn die Frau steht normalerweise in der Küche. Das passiert bei uns nicht, weil das schmeckt dann einfach auch nicht. Das macht der Miles. Und dann sind das so eine Sachen wie finanzielle Sachen. Ne? In der Regel ist es ja so, dass der Mann mehr verdient als die Frau. So mein Freund ist zum Beispiel Lehrer. Und ich verdiene schon mehr als ein Lehrer, weil chemische Sachen, die zahlen immer gut, sage ich jetzt einfach mal so. Und das sind schon so die ersten Unterschiede. Und ich glaube, dass viele Männer, weil denen das auch so vorgelebt wird, dass sie da Probleme haben. Und er halt überhaupt nicht. Und deshalb, das meine ich damit, ne? Also da habe ich schon großes Glück. Und das bringt mich auch sehr weit nach vorne. Hast du dir gut ausgesucht, sagen wir es ja, so. Ne? Ja, ja, ja. Kommt von dir. Ne? Ja. Wie lange warst du in Australien, Ellen? Ich war ein Jahr so nach dem Abi nach Australien, also so Backpacker-mäßig sozusagen. Okay. Ja. Ja, genau. Also das, mittlerweile, also bei uns war das noch so, da haben das noch nicht so viele gemacht, als wir es damals gemacht haben, aber mittlerweile ist das ja sehr weit verbreitet und ist auch super cool. Also ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal nach der Schule oder so wie du damals auch nach Amerika gegangen bist, einfach mal raus, einfach mal andere Leute sehen, andere Kulturen kennenlernen und das bringt einen total persönlich weiter. Ja, und sich einfach selbst neu mal anders zu erleben, ne? Ja. Ja. Wo hast du es denn in Australien erlebt? Ich war jetzt auch eine Zeit lang, waren glaube ich knapp 3 Monate da. Mhm. Aber was war so dein Eindruck, was Female Empowerment angeht? Weil ich meine, das ist ja nochmal wirklich ganz weit entfernt versus Deutschland. Ja, gute Frage. Also ich finde, in Deutschland hast du schon sehr oft Frauen, die in Teilzeit arbeiten, sobald sie Kinder hatten. In Australien, einfach weil auch da alles sehr teuer ist, habe ich schon sehr viele arbeitende Moms gesehen. Also gefühlsmäßig würde ich sagen, ein bisschen mehr als hier. Mhm. Und ansonsten, ich weiß nicht, die kriegen alle irgendwie früher Kinder und starten eine Familie früher da als hier. Das sind so Sachen, die mir da so auffallen würden. Aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob die Female Empowerment-mäßig ein bisschen weiter sind als wir oder nicht. Weiß ich gar nicht. Was meinst du? Also hast du da irgendwas? Ja, das ist super cool, weil deswegen, ne, was einen interessiert, ja, ist für mich auch gerade reflektiert. Und natürlich, die Ladies, mit denen ich Zeit verbracht habe, waren natürlich volle Power-Ladies. Die waren schon alle empowered, ja. Aber es ist halt die kleine Bubble, ne? So, deswegen weiß ich gar nicht, wie es sonst kulturell oder wie es bei denen gesellschaftlich so, wie sie so aufgestellt sind. Mhm. Nehme ich auf jeden Fall für mich mal mit. Schreibe ich dir dann. Ich fahre auch nochmal hin. Ich rechne das dann ab als Erkundungsreise. Sehr gut. Wenn du, wenn ich dir die Frage stellen darf, du kannst auch sagen, nee, ist mir zu privat, aber wenn ihr Familie plant oder lasst es vielleicht hypothetisch, hast du für dich schon so im Kopf ein Konzept, wie das dann aussehen könnte, gerade wenn du sagst, ich meine, du bist in einer guten Position, hast viel geschafft, viel erreicht. Wie würdest du oder ihr es als Paar für euch managen? Ja, also tatsächlich haben wir das hypothetisch schon mal durchgespielt und wir haben gesagt, wir würden die Elternzeit genau 50-50 aufteilen. Ob man das dann so macht, weiß man natürlich nicht. Wir haben auch, also ich bin schon, das muss ich auch zugeben, aber ich glaube, das ändert sich auch ganz stark. Ich bin jetzt halt keine Mutter. Ich glaube, als Mutter hat man dann auch nochmal entstehen noch ganz andere Gefühle. Aber jetzt so aus meiner heutigen Perspektive, würden wir das wahrscheinlich dann auch so machen, dass Mai jetzt ein bisschen seine Stunden reduziert und ich Vollzeit arbeiten würde. Mhm, mhm. Wow. Und du stellst auch immer die Frage nach Altersvorsorge. Ja, wichtiges Thema. Ja, genau. Weil natürlich, Frauenarmut, das ist wirklich erschreckend. Was hast du für dich gemacht? Ich gebe dir die Frage jetzt mal zurück. Ja.
Ja, gerne. Also, ich habe drei verschiedene ETFs, die ich monatlich bespare. Das ist einmal Eurostoxx 600, S&P 500 und nochmal Emerging Markets. Bespare ich monatlich mit einer Summe. Und im Moment bin ich auch aktiv auf der Suche nach Immobilien im Großraum Hamburg, die ich dann halt gerne vermieten möchte. Wow, super. Ja. Und das sind so Learnings, die du aus deinem Podcast rausgenommen hast, oder war das etwas, was du für dich sowieso schon immer auf der Agenda hattest? Das hatte ich sowieso schon immer für mich auf der Agenda, weil ich halt genau das Thema, was wir vorhin hatten, wenn ich dann sehe, wie der Rentenbescheid von meiner Mom aussieht, da wird mir schwindelig, wenn man da betrachtet, dass sie ja eigentlich auch ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat, so. Und deshalb war mir das schon immer sehr wichtig. Und finanzielle Unabhängigkeit ist für mich einfach so ein Thema, ja, das hat einen sehr hohen Stellenwert einfach für mich, ja. Was sagt deine Mama zu dem Podcast? Hört sie jede Ja, Episode? findet sie gut. Sie macht immer ordentlich Werbung für mich. Super. Ja. Und deine Freunde mittlerweile wissen es wahrscheinlich alle, ne? Wir sind weg von dem Ja. Laden, wir erzählen es keinem mehr. Wie ist die Ja, genau. Reaktion? Ja, also voll gut. Also es kam dann erst mal, hä, ey, wieso hast du das denn nicht erzählt? Und erzählst du mir nichts mehr? Und ich so, oh, sorry, nee, das war nicht meine Intention. Ich glaube, ich komme dann auch manchmal nicht so rüber, dass mich dann so eine Sache beschäftigen, weil ich einfach immer auch drauf loslabere und man das in anderen Bereichen halt nicht so von mir kennt. Und dann dachte ich so, halt, hä, wieso hast du es nicht erzählt und so? Und alle haben es auch voll supportet oder auch so auf der Arbeit dachte ich auch, oh nee, ich will das jetzt auch nicht jedem erzählen, weil das ist ja auch immer noch mal, finde ich, eine andere Sache. Und mittlerweile wissen es aber relativ viele und alle finden es voll cool und sagen, hey, also letztens hat mir auch einer erzählt, ja, ich habe die Folge mit Julie gehört und jetzt bin ich gleich mal zum Gedankendealer und so weiter. Und alle, so, weißt du, und dann denke ich mal so, ja, okay, Ellen, warum, ne? Warum, also schämen ist jetzt nicht das richtige Wort, aber warum hältst du es so zurück? Ne? Aber das merke ich schon, aber ein Schritt nach dem nächsten und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich finde das ganz, ganz toll und ich glaube, es ist genau, wie du es eben gesagt hast. Deswegen habe ich mich auch direkt geoutet und gesagt, ich kenne das von mir, ne? Ich habe Dinge, die große Veränderungen waren, tatsächlich erstmal so mit mir ausgemacht. Und das ist nicht, ich glaube, es ist auch, wie du selbst gerade meinst, nicht schämen, es ist aber so ein bisschen Unsicherheit, wirklich zu zeigen und zu trauen, nach draußen zu gehen und, das hört sich immer so spirituell eh so an, ne? Aber zu strahlen, ne? Ja. Weil du bietest dir zum einen eine Angriffsfläche und bist selber vielleicht auch noch nicht so stark, um zu sagen, so, ja, ich rock das jetzt und ich finde es super, Ja. was ich mache. Und da willst du vielleicht dir gar nicht diese Angriffsfläche reingeben, weil das könnte dich ja dann auch wieder verunsichern. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich genau wie du die Erfahrung mache, dass es hauptsächlich Frauen sind, die so selbstkritisch sind. Was Ja. glaubst du, brauchen wir Frauen, um uns mehr zu trauen, um mal so einen Push zu kriegen und zu sagen, so wie vielleicht viele Männer das machen? Probiere Ja. ich aus. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber ist schon ganz cool, was ich hier mache. Was brauchen wir da? Was fehlt da? Also zum einen das Selbstbewusstsein, was ich vorhin schon gesagt habe, und Resilienz, dass man sagt, okay, man lässt bestimmte Dinge nicht so an sich ran und man weiß, dass man eine tolle Person ist, unabhängig davon, wenn auch mal was in die Hose geht. Und die andere Seite, was wir noch brauchen, sind auf jeden Fall Vorbilder. Und deshalb ist halt auch so eine Motivation für den Podcast, Vorbildfunktionen aufzuzeigen und zu sagen, hey, guck mal, es gibt so viele coole Leute, die das machen. Warum solltest du das nicht schaffen? Mach das, überleg dir, was du möchtest. Und das muss ja auch nicht immer, man bezieht das ja auch oftmals dann gleich auf Gründung oder sonst irgendwas. Das muss es ja gar nicht sein. Es kann ja auch einfach der geile Job sein, den du schon immer machen wolltest, aber dich nie drauf getraut hast, dich zu bewerben. Es kann genauso gut sein, du machst ein Hobby, wo du dich nie zu getraut hast, weil du gesagt hast, oh, das ist halt eher so ein Männerding. Einfach da Vorbilder zu schaffen und zu sagen, es ist alles okay und du kannst alles erreichen, was du möchtest. Super. Oder und sei es halt einfach nur verkleidet durch die Herbertstraße. Herbertstraße. Julie, du kommst jetzt aber nach Hamburg und wir laufen mal zusammen durch die Herbertstraße. We have a date now. Be prepared. Richtig Bock drauf. Hab auch schon jetzt schon Schiss, wenn ich mir das vorstelle. Aber habe ich richtig Bock drauf. Würde ich total gerne machen mit dir.
Geil, geil. Geil. Mega. Wer sind deine Traum- oder nee, zwei Fragen. Einmal, wer sind deine Traumgäste? Ich möchte das mal irgendwie weiblich formulieren, aber es ist ja alles okay. Wen möchtest du unbedingt noch dabei haben? Und wer sind deine Vorbilder? Ja. Oder Mentoren vielleicht, falls du sowas hast, Mentorinnen. Ja, also ich hätte gern Angela Merkel mal im Interview. Also ich finde, egal ob man jetzt, also wie man politisch orientiert ist, aber ich finde, sie ist einfach eine starke Person. Sie steht da und also sie ist für mich so krass und sie ist auch gleichzeitig ein bisschen Vorbild, weil gerade wenn du sie mit anderen Politikern vergleichst, ich formuliere das jetzt mal gewollt salopp, sie labert halt nicht gleich drauf los, sondern sie weiß genau, was sie möchte. Und das finde ich total toll und ich finde das Wahnsinn, was sie alles erreicht hat. Michelle Obama hätte ich natürlich auch gerne mal im Interview. Also die ist für mich ebenso eine total starke Frau und macht auch einfach viel in dem Bereich Female Empowerment und ich finde es ganz großartig so, ne? Sie war zwar lange die First Lady, aber es war nie so, als wäre sie nur das Beigestell sozusagen, sondern sie hat auch aktiv viele Sachen eingestoßen und ihre Position halt auch immer stets gut genutzt und auch heute. Genau, also das wären auf jeden Fall die beiden. Und ach, ich würde sagen, meine Mentoren sind eigentlich auch meine Interviewgäste, weil ich immer so viel dafür rausziehe und dann denke ich mir so, stimmt, so kann ich das ja auch mal machen oder mir danach dann gesagt wird, ja, Ellen und so bin ich das angegangen. Also ich lerne da auch einfach unglaublich viel und es bringt mich total weiter und frage dann da auch gerne noch Sachen, die mich darüber hinaus beschäftigen. Und man bildet dann ja auch so ein kleines Netzwerk und das finde ich total schön. Jetzt zum Beispiel im Juli kommen auch ein paar der Interviewgäste. Einfach, es ist total lustig, so voll aufeinander, aber die sind dann zufällig in Hamburg und dann trifft man sich einfach mal und das finde ich voll cool. Da nimmt man auch immer viel mit. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Hast du schon mal versucht, an Angela Merkel oder Michelle Obama ranzukommen? Da hast du mich jetzt erwischt? Nee, habe ich noch nicht. Ich glaube, es steht jetzt im Raum. Ne? Okay, ich schicke mal was los. Ja. Ich schick mal was los. So, der erste Step. Was sind Projekte oder Organisationen vielleicht, auf die du aufmerksam machen möchtest? Du hast eine gute Reichweite, du baust stark weiter aus, du bist sehr selbstbewusst, also ich sehe da ganz, ganz viel Großes auf dich zukommen, weil du sehr, ja, sehr ambitioniert auch das Ganze verfolgst. Was nutzt du davon vielleicht oder was möchtest du jetzt auch nutzen, um auf bestimmte Projekte und Organisationen aufmerksam zu machen? Ja, tolle Frage. Danke. Also ich finde das Projekt She Does Future von... Hast du es gehört? So. Ja, aber ich kenne es nicht, bin neugierig. Ach so, okay, She Does Future von Sonja O'Reilly, finde ich super cool. Ja. Müsst ihr alle mal auf Instagram stalken. Und zwar hilft sie jungen Mädels, ich glaube, die sind zwischen 10 und 18 sozusagen, tolle Sachen mit auf die Beine zu stellen. Und die unterstützen mich zum Beispiel auch beim Blog auf meiner Internetseite. Und die machen auch Interviews mit verschiedenen Berufsgruppen, die vielleicht nicht die typischen Frauenberufsgruppen sind und bauen da ganz, also die machen so viele coole Sachen, ich kann das gar nicht alles erzählen, das müsst ihr tatsächlich mal stalken. Und da wurde ich auch schon mal interviewt und die Mädels, die sind alle so cool drauf und machen einfach, also es ist ein Wahnsinnsprojekt, jetzt renovieren sie, glaube ich, gerade das Gebäude, in dem sie sind und das machen die Mädels da auch alle selber und das ist eine total coole Crew und das unterstütze ich monetär und emotional total, finde ich richtig cool. Und anderer Verein, den ich unterstütze, ist von Rüdiger Neberg, der ist leider verstorben, aber seine Familie führt das weiter und zwar heißt der Verein Target. Und die kämpfen gegen Verstümmelung von Genitalien in Afrika. Und die machen das vielleicht ein bisschen anders als andere Organisationen, weil sie versuchen,
die Politiker und die religiösen Führer davon zu überzeugen, dass es nicht richtig ist und dass es auch nicht das ist, was im Koran steht. Und verteilen dann da auch verschiedene Schriften und haben dadurch echt schon total viel erreicht. Und ich finde das super cool. Also das ist so ein Thema, das bei mir hängen geblieben. Ich habe da, glaube ich, in der Schule mal eine Präsentation drüber gehalten irgendwie. Und ich dachte, ey, das kann ja nicht angehen und das ist so schrecklich. Und jeder, der mal Wüstenblume gesehen hat, dem wird, glaube ich, ganz anders. Und das ist ein Verein, der ist unterstützenswert und ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Super. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich war mit meinem Mann von vielen Jahren in Burkina Faso, weil er mit seinem Unternehmen dort ein Schulprojekt unterstützt. Und da waren wir eben auch in einem kleinen Dorf und dann war das so meine erste Frage, ne? Wie ist das hier? Und ich habe dann verstanden, wie komplex es ist, dagegen wirken zu können. Ja. Dass es nicht so einfach eben ist, zu sagen, so, das dürfte nicht mehr. Machen wir jetzt nicht mehr. Ja, genau. Weil es mit so vielen Dingen zusammenhängt. Mhm. Und finde ich sehr, sehr spannend. Toll, dass du darauf aufmerksam machst, auf beide Projekte. Hört sich beides sehr interessant an. Werde ich stalken, werde ich mir werden wir auf jeden Fall auch verlinken in der Show. Cool. Ne? Sehr gut. Danke dir. Liebes Ellen, das war mir eine Freude. Was bist du für eine facettenreiche Person? So herzlich und so vielseitig, wirklich von allem, was dich interessiert und was du so aufs Tableau bringst. Das ist total schön. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich freue mich jetzt schon auf 500.000 Downloads Angela Merkel, Michelle Obama im Gespräch. Manifestieren das. Und wir haben ein Date. Wir sehen uns das nächste Mal in Hamburg. Ja, ich freue mich unglaublich, Julie. Es war mir eine Freude. Ich fand es total kurzweilig und ich finde es immer super cool, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, es war was Informatives für deine Hörer auf jeden Fall dabei. Und ich freue mich auf unser Herbertstraßen-Date in Hamburg. Wir werden dann alle mitnehmen auf Instagram. Ja, genau. Oh, ihr Lieben, die zugehört haben oder zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr Fragen an Ellen habt, dann bitte gerne, ja, wir werden natürlich auch ihren Kontakt verlinken, aber dann an uns oder direkt an sie. Und ihr müsst unbedingt reinhören, The Female Empowerment Podcast, nicht nur für die Ladies, sondern für alle, um rund um das Thema Empowerment wirklich mehr mitnehmen zu können. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch einen schönen Tag. Danke an dich. Tschüss.